Hallo, ich möchte Dreiecke mit euch konstruieren. Das heißt, wir haben hier zwei Beispiele. Einmal dieses Beispiel und einmal dieses Beispiel. Und wir wollen jetzt probieren, diese beiden Dreiecke mal zu konstruieren. Und wenn wir die Dreiecke konstruieren, dann sieht das ungefähr so aus. Das ist hier unsere Planfigur. Und die müsst ihr auch immer mit aufzeichnen, damit ihr genau gucken könnt, wie konstruiert ihr am besten und wie fangt ihr an. Das heißt, zwei Dreiecke sind immer dann kongruent deckungsgleich, wenn sie in drei Stücken eines Dreiecks übereinstimmen. Und in diesem Fall der Winkel, die einschließende Seite und ein Winkel. Das heißt, wir schauen uns mal an, was gegeben ist. Dann ist gegeben Alpha mit 40 Grad, die Seite C mit 5 cm und Beta mit 70 Grad. Und jetzt versteht man auch, warum heißt der Kongruenzsatz WSW, weil man einen Winkel gegeben hat, dann die eingeschlossene Seite und noch einen Winkel. Und dann stimmen alle Dreiecke überein, die man jetzt entsprechend zeichnet. Es gibt nachher noch hier so einen kleinen Zusatzsternchen, worauf wir nochmal aufpassen müssen, aber das sehen wir dann gleich noch. Ihr nehmt Zirkel und Lineal und ich versuche es hier so gut es geht ohne. Das heißt, wir zeichnen als erstes die Seite C und dann habt ihr hier den Punkt A, den Punkt B und dann ist es die Seite C mit 5 cm. Jetzt tragt ihr den Winkel Alpha ab mit 40 Grad. Also ungefähr so. Ihr wisst aber nicht, wie lang die Seite ist. Also malt ihr die einfach ganz lang. Dann sind das hier die 40 Grad. Und es ist ein Winkel Beta gegeben mit 70 Grad. Also etwa so. Und jetzt seht ihr, die beiden Seiten schneiden sich hier in einem Punkt. Und das ist genau der Punkt C. Dann ist hier die Seite A und hier die Seite B und wir haben das Dreieck konstruiert und alles passt. Schauen wir uns das zweite Beispiel an. Fangen wir auch wieder mit C an. Jetzt ist zum Beispiel die Seite C 12 cm. Dann haben wir hier den Punkt A, die Seite C und den Punkt B. Jetzt soll Alpha 120 Grad sein, also ungefähr so groß. Und Beta ist auch 120 Grad. Und da fällt euch natürlich auf, das klappt nicht. Aber warum klappt das nicht? Das heißt, hier gibt es einen Widerspruch. Das Dreieck ist nicht konstruierbar. Aber warum nicht? Und das ist natürlich ganz klar, wenn zwei Winkel gegeben sind und die sind beide zusammen schon 240 Grad, dann kann das nicht passen, weil die Winkelsumme in einem Dreieck ist ja immer nur 180 Grad. Also gibt es entsprechend hier kein Dreieck, was man konstruieren kann. Jetzt müssen wir also einen kleinen Zusatz formulieren. Wenn jetzt der Kongruenzsatz WSW ist, dann ist es wichtig, dass die beiden Winkel, die gegeben sind, müssen, ich habe mal hier Alpha plus Beta geschrieben, beide Winkel zusammen müssen auf jeden Fall immer noch kleiner als 180 Grad sein. Als Text, beide Winkel müssen zusammen kleiner als 180 Grad sein. Hier gibt es noch ein drittes Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel Alpha und Gamma gegeben sind und die Seite C, dann denkt man ja, man kann es nicht konstruieren, aber man kann es dann trotzdem, denn wir können uns einfach entsprechend den dritten Winkel ausrechnen. Das können wir hier nochmal mit dazu nehmen. Machen wir noch ein drittes Beispiel.
Das heißt, wenn jetzt Alpha 40 Grad ist, C ist 5 cm und jetzt ist nicht Beta gegeben, sondern Gamma gegeben mit 70 Grad, dann denkt man ja im ersten Moment, dass man es nicht konstruieren kann. Dann ist Alpha gegeben, C ist gegeben und Gamma ist gegeben. Damit ist die Seite nicht zwischen den beiden Winkeln eingeschlossen und man kann es eigentlich nicht konstruieren. Aber über den Trick mit der Winkelsumme kann man sich den dritten Winkel ausrechnen und dann weiß man, Beta ist 70 Grad und schon kann man es entsprechend konstruieren. Okay, also merkt euch hier den Trick mit dem dritten Winkel. Vielleicht machen wir es hier nochmal grün. Also den dritten Winkel, den kann man stets berechnen. Gut, das war's. Dann wünsche ich euch viel Spaß.